Murray! Was sagst du? Hast du es nicht gehört? Aber natürlich. Dann ist ja gut. Ich bin nicht taub. Das stimmt, nur dumm. Turtle. Du Irre. Schicksal. Faszinierend. Ja, Mann, der aus... Hey, was trinkst du da? Frostschutzmittel. Ich will nicht mit dem Krokodil spielen. Hi, Dan. Wie geht's? Besser als dir, meine Liebe. Was hast du eigentlich verbrochen? Dich kennengelernt zu haben. Hast du jemanden verprügelt? Weiß ich nicht mehr. Außerdem hatte er es verdient. Du warst unhöflich zum Chef. Wie alle anderen auch, aber ich habe eine Gabe. Niemand nimmt es mir krumm. Blöde Jan. Zugegeben, du schon. Aber du zählst nicht. Irre! Du verstehst dich mit einer Menge Leute, nicht wahr? Die Plätze sind alle vergeben. Versuch's nächste Saison. Blöde Jan. Irre! Worüber haben wir gesprochen? Ach ja. Pass mit dem Frostschutzmittel auf. Ist nicht gut für die Gesichtshaut. Erstens ist Kürbispunsch drin und zweitens, du hast nicht zufällig Frostschutzmittel getrunken. Blödsinn. Ich hab's mir ins Gesicht geschmiert. Es war kalt. Erfriere doch. Prost. Warst du betrunken? Ich trinke nie, meine Liebe. Niemals. Was hast du gegen mich? Nichts Wirksames. Weder, dass du Papas Tochter bist, noch, dass du Anfängerin bist, noch, dass unser Chef der Meinung ist, dass du Talent hast. Noch, dass du Sport hast, noch, dass du irre bist, noch, dass du unzugänglich bist, rein gar nichts. Hast du jemanden umgebracht? Meine Liebe, falls ich irgendwann jemanden umbringen sollte, wirst du die Erste sein, die es erfährt. Du bist mir unsympathisch. Was hast du gesagt? Dass du mir unsympathisch bist. Ein bisschen wenigstens. Oh, ich dachte schon, du hättest gesagt, dass... Puh, das muss der Punsch sein. In geschlossenem Zustand sieht man die Zähne nicht. Er hat eine Säge in der Hand. Wie ungünstig. Ich wusste, dass du kommst. Nimm mich mit. Wohin denn? Auf die andere Seite. Zu meiner letzten Ruhestätte. Zum ewigen Frieden. Auf keinen Fall. Niemals beim ersten Treffen. Bist du nicht mein Sensenmann? Die Kahle? Die Ruhebringende? Die Seelensaugerin? Ach, jetzt weiß ich, wen du meinst. Einen Typen mit Schluck auf, der noch auf der Party ist. Etwas älter schon. Hast du Big Orbert gesehen? Ich habe Dinge gesehen, die du niemals glauben würdest. Ich habe jenseits der Mauern Büsche wachsen sehen. Ich habe in der Dunkelheit bei der Tür zur Villa Glühwürmchen leuchten sehen. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit. Wir kennen uns noch nicht. Was machst du so? Ich entblättere die Marguerite der Existenz. Ich kratze ab. Ich kratze nicht ab. Ich kratze ab. Ich kratze nicht ab. Ich kratze ab und stutze die Hecke mit der Säge. Ich beobachte, wie alles unter dem unerbittlichen Gewicht der Zeit verblüht. Was liegt denn hinter dieser Tür? Mein kleiner Geräteraum, mein Gewächshaus, mein Tal der Tränen. Ich schleppe mich dem unvermeidlichen, bitteren Ende entgegen. Und was machst du hier, außer dich dem unvermeidlichen, bitteren Ende entgegenzuschleppen? Viele Betrunkene unterwegs. Sie zertrampeln den Rasen. Hohle Männer, die auf der toten Erde Lilien zerdrücken. Es tut mir leid, das gibt keine Schlagzeilen. Bist du traurig? Traurigkeit ist die wahre Bezeichnung von dem, was du Leben nennst. Naja. Wir reden später weiter. Falls wir vorher nicht den Löffel abgeben. Ich werde den Löffel nicht abgeben. So etwas tue ich nicht. Keine gute Wahl. Wenn du den Löffel abgibst, in Ordnung. Aber was, wenn nicht? Erzähl mir was Lustiges. Du kannst es. Nein. Der Konversationschip ist defekt. Er hat nur einen Tag funktioniert. Oh, flüchtiges trügerisches Glück. Ich wurde geboren, ohne zu wissen, warum. Ich habe gelebt, ohne zu wissen, wie. Und ich werde sterben, ohne zu wissen, wie oder warum. Pierre Gassendi.
Unser Dasein ist nichts weiter als ein Lichtfünkchen zwischen zwei Ewigkeiten von Dunkelheit. Wladimir Nabokov. Big Orbit ist in... Ja? Ja? Bitte was? Big Orbit. Was ist mit ihm? Nein, geht's ihm nicht gut? Meine Dame, wenn Sie so weitermachen, werden Sie den Leuten recht geben, die Sie die Irre Liz nennen. Ich erfülle nur meine Pflichten gegenüber den Benachteiligten der Gesellschaft, meine Dame. Ohne den Kaffee, der Sie oben hält, würde die Creme der Gesellschaft untergehen. Wie konnten Sie wissen, dass ich das sagen würde? Ich wusste es nicht. Verwirrend. Dan ist unglaublich dreist. Sie gehen hart mit ihm ins Gericht. Und ich meine den Grund zu kennen. Gefällt Ihnen Dan? Wie können Sie es wagen? Wissen Sie, dass ich einmal einen Kühlschrank nur mit dem Kopf zu Fall gebracht habe? Halten Sie sich für besser als ein Kühlschrank? Der war sogar voll. Ha! 20, 12, 1, 4. Sehr schön hier, nicht wahr? Dan hat es gar nicht verdient, dass wir so viel über ihn reden. Was ist denn mit meinem Tanzstil? Tja, Sie sind es offensichtlich nicht gewohnt, in der Öffentlichkeit zu tanzen. Wollen Sie damit sagen, dass ich nicht gut tanzen kann? Nicht doch. Obwohl, vielleicht die Gesellschaft noch nicht für eine Frau bereit ist, die so viele Teile ihres Körpers bewegt, so schnell und mit so viel Freiheit gegenüber dem Rhythmus. Ach so, ich bin Feministin. Julienne-Suppe. Ich verstehe nicht. Haben Sie Appetit darauf? Worauf? Julienne-Suppe. Oh, woraus wird die gemacht? Verwirrend. Ich mach mal die Runde. Nur eins, meine Dame. Sie wissen wahrscheinlich, dass ich einige der besten Ärzte des Landes kenne. Unter ihnen auch Psychiater. Ach, ein Vetter von mir ist Tierarzt. Ich habe bemerkt, dass Sie manchmal sehr verwirrende Dinge sagen. Ja, ich habe viel gelesen. Verstehe. Aber zum Beispiel das, was Sie vorhin über die Julienne-Suppe meinten. Sie Armer, haben Sie nicht gegessen? Doch, nein. Ich halte Sie nicht weiter auf. Er versteht sich hervorragend mit Dan. Mir kommt da folgende Idee. Schlechte Idee. Gute. Schlechte. Blöde, Jan. Irre. Soll das heißen, du willst weder die Villa betreten, noch Fitzrandall vom Flur weglocken? Gute Zusammenfassung. Na schön. Also gut. Fein. Gut. Was passiert, wenn ich die Treppe hochgehe? Ich verpasse dir eine. Ich bin sehr höflich, weil ich in einem Mädcheninternat erzogen wurde. Und du? Negativ. Es war mir ein Vergnügen. Bis bald. Negativ. Füll die Pausen, ja? Und los. Ihre Mutter bat sie, ihrer Oma einen Korb zu bringen, aber sie sollte vorsichtig sein, denn dort lebte... Gesperrter Bereich. Ein großer, gefährlicher Wolf. Und... Negativ. Und so betrat sie den... Gesperrter Bereich. Der Oma. Und es hätte ein verheerendes Ende genommen... Negativ. Wenn ein Holzfäller dem Wolf nicht gesagt hätte... Ich verpasse dir eine. Es war mir ein Vergnügen. Bis bald. Negativ. Ich würde liebend gern in deinen Kopf schauen. Dann würde ich erfahren, was du denkst. Gesperrter Bereich. Kennst du das Wort positiv? Negativ. Niemals positiv? Immer negativ. Na, Kleiner, ich hab ja nichts gegen deinen Bruder dagegenüber, aber der Hübsche in der Familie bist ja wohl du, oder? Gesperrter Bereich. Es macht mich traurig, sie hier so alleine sitzen zu sehen. Ich würde mich glücklicher fühlen, wenn ich sie im Bett wüsste. Meine Dame, wenn es Sie glücklich macht, wird es mir ein Vergnügen sein, mein Bett mit Ihnen zu teilen. Oh, nein, nein, danke. Ich bin nicht müde. Viel besser so, finden Sie nicht? Ich bin auch hellwach. Ach, vergessen Sie das mit dem Bett. Ich kriege Sie schon auf andere Weise. Verwirrend. Sie bricht wirklich mit allen gesellschaftlichen Konventionen. Dan hat mal mein Sperrgebiet berührt. Verzeihung? Ihnen sei verziehen. Weshalb? Was ist das Sperrgebiet? Die obere Etage. Verwirrend.
wäre schön, wenn Sie nach New York zurückkehren würden und uns in Ruhe ließen. Sie gehen schon? Wie schade. Bis dann. Nein. Wie kommen Sie denn darauf? Aus Journalistische Infiltrationstechniken von Pat Garriman, zweites Kapitel. Wie man sich auf höfliche Art von Aufpassern befreit, Seite 41, dritter Absatz. Bei ihm klappt es. Hi, Edgar. Was machst du denn am Fenster? Wolltest du nicht gehen? Manchmal gehe ich, manchmal komme ich. Was machst du am Fenster? Soll ich die Jacke wieder für dich aufbewahren? Ach, das lohnt nicht, danke. Was machst du noch mal am Fenster? Ich probe. Hey, spielst du in einem Film mit? Nein, leider nicht. Ich probe nur so. Hast du schon als Kind so originell ausgesehen? Ja, vom ersten Tag an. Dabei wurde ich an einem wunderschönen, völlig normalen Ort geboren. Von typischen Bauernhoftierchen umgeben. Warum ich so merkwürdig zur Welt gekommen bin? Wer weiß. Die Natur ist halt launisch. Thema erledigt. Fahren wir fort. 20, 12, 1, 4. Ich verstehe dich nicht. Warum hast du das gesagt? Um mich zu beruhigen. Großes Indianer-Ehrenwort. Üb schon mal. Ich schaue zu. Mache ich. Das Leben ist wie ein Krokodil. Einen Tag beißt es dich, am nächsten ist es aus Plüsch. Nein, ich verstehe dich wirklich nicht. Was denn? Du trägst Manny Hammerboy Browns Jacke. Ja, das habe ich dir schon erzählt. Wie nett. Was hast du mir gesagt? Das von Manny Hammerboy Browns Jacke. Edgar, ich hab dich sehr gern, aber bleib beim Thema. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin mein eigenes weißes Kaninchen. Verwirrend. Manchmal glaube ich, ich verstehe dich nicht. Ich mich auch nicht. Wie würden mir die Haare besser stehen? Grau oder weiß? Hör schon auf, das ist was für alte Frauen. Ach, ist das nervig. Immer nur warten. Miss Allaire, können Sie bestätigen, dass das Lesezimmer renoviert wird? Bestätigt. Danke. Gerne. War mir ein Vergnügen. Erinnert mich an Stacy, meinen ersten Babysitter. Nur als Sessel. Ich könnte irgendein Buch mitnehmen, aber zu Hause habe ich keinen Platz mehr. Ich brauche einen größeren Kühlschrank. Es gehört Edgar. Ich stehle nicht. Normalerweise. Tatsache ist, dass Liz in jener Nacht beschloss, dass sie Edgar in den künftigen Balken Flash verwandeln würde. Dazu formte ihr eigenwilliger Geist die Vorstellung eines perfekten Alien-Looks, der sie alle Dinge hinzufügte, die sie zum Verwirklichen ihres selbstlosen Vorhabens brauchte. Na, Kleiner, und wenn ich dir das hier schenke? Negativ! Du hast mein Sperrgebiet berührt. Das steht fest. Du weißt, dass es keine Absicht war und nur mit dem Handrücken. Hab dich doch nicht so. Ich stand völlig friedlich auf dem Flur, als du vorbeigerast bist. Du bist gestolpert, hast mich mitgerissen und... Also, streng genommen hast du mit deinem Sperrgebiet meine Hand belästigt. Endlich! Und jetzt wird es Zeit, den Kühlschrank zu öffnen. Du hast wirklich alles im Griff. Und jetzt ist die Zeit gekommen, mir zu sagen, dass ich sie behalten darf. Du hast recht. Ich schätze wenigstens, die soll ich dir geben. Ich schulde dir was, Liz. Woher wusstest du, was ich sagen würde? Keine Ahnung. Und jetzt werde ich dir sagen, dass du weiterproben sollst. Einverstanden? Mache ich. Der hat es aber eilig. Und ich habe es ihm noch gar nicht gesagt. Magst du Krokodile? Hängt davon ab, wie nah sie sind. Mir gefallen die aus Plüsch. Na, Kleiner. Negativ. Archie McCandless schenkte mir mal eine Rose und meinte, ich lade dich zum Dinner ein. Ich antwortete, danke, ich habe schon diniert. Du darfst sie allein essen. Ich könnte die Rosen mitnehmen, aber ich bin wirklich satt. Abgeschlossen. Das Leben ist wie ein Krokodil. Na, Kleiner? Schöne Nacht, wenn man bedenkt, dass es zu dieser Jahreszeit... Du machst die Bürotüren auf, nicht wahr? Positiv. Das ist zu dieser Jahreszeit... Wie heißt du, mein Hübscher? Jimmy Love. Frischer zu werden pflegt. Es heißt ja, kommt der Herbst später. Jimmy, ich werde dich nicht darum bitten, Mr. Fitzrandolphs Büro für mich zu öffnen. Einzige autorisierte Person, William A. Fitzrandolph. Später, dann kommt er mit aller Macht. Aber das seiner Sekretärin öffnest du doch, nicht wahr, mein Hübscher? Ein echter Charmeur bist du. Konversationschip mit integriertem Aufzugsprogramm.
Man muss langsam daran denken, sich wärmer anzuziehen. Öffne mir die erste Tür. Die habe ich noch nie geöffnet. Es geht nicht. Sie klemmt. Vielleicht die Feuchtigkeit. Die letzten Winter waren sehr feucht. Öffne mir die dritte Tür. Zutritt verboten. Aber ich bin schon vor einem Monat reingegangen, als ich deinen Chef interviewt habe. Der Morgen war schön, aber am Nachmittag kam leichter Regen. Das Wetter spielt verrückt. Wer ist Beverly Torrance? Beverly Torrance. Sekretärin. Autorisierung, Tür 2. Obwohl man zu dieser Jahreszeit schon weiß, wenn du dich warm anziehst, kommt die Sonne raus. Wenn du es nicht tust, erfrierst du. Thematische Informationseinheit geschlossen. Willst du schlafen? Energiesparmodus. Wenig Öl. Unglaublich, die Herbstsonne, nicht wahr? Ich glaube es, weil es absurd ist. Tertullian. Verwirrend. Ich verstehe nicht. Das ist der Weg. Ich verstehe nicht, aber ich glaube es. Ich verstehe nicht, aber ich verstehe nicht. Schlaf schön. Hältst du dich für besser als ein Kühlschrank? Verwirrend. Ein Kühlschrank ist nicht nützlich. Zumindest nicht in einem Iglu. Ich schon, sofern das Iglu eine Tür hat. Das habe ich mir schon gedacht. Chispi, das Schaf vom Planet Vulcan. Die treue Gefährtin von Vulcan Flash. Sie verlor ihre Unschuld in Vulcan Flash und die unberührbaren Dinge. Die Arme. Ein Fotogramm der Filmbiografie Die beunruhigende Glühbirne mit Umhang. Ein Straßenfeger von MKO. Im Film hat sie sich selbst gespielt. Zu viele Kurven. Sie ist etwas übergewichtig. Wir schlanken Mädchen mit weniger Oberweite sind doch viel attraktiver. Dan Murrays Erwiderung: Bleib in deiner Traumwelt, Schätzchen. Du hältst dich wohl für besser als ich. Und als ein Kühlschrank? Schluss damit. Geh mir aus den Augen. Ab sofort gibt es weder dich noch deine üppigen Freundinnen. 20, 12, 4, 1. Pro? Sie schützt vor Krokodilbissen, wenn besagtes Krokodil zur bissigen Sorte gehört. Contra, sie hindert dich daran, ein Krokodil zu umarmen, wenn besagtes Krokodil zur plüschigen Sorte gehört. Ich könnte da reinsteigen, falls ein Krokodil vorbeikommen sollte. Bleistifte. Die Kollegen behaupten, ich esse Stifte. Von wegen, ich bringe mir von zu Hause Brote mit. So ein Glück, da hat noch niemand drauf herumgekaut. Es erinnert mich an Stacy, meine erste Babysitterin. Aber als Fenster. Julienne-Suppe. Leugne nicht. Du hast Big Albert gesehen. Wozu das offensichtliche Leugnen? Um zu versuchen, das Unvermeidliche zu vermeiden? Alles kommt an sein Ende. Weißt du, was Albert darauf geschrieben hatte? Aber wozu denn? Wenn wir alle so oder so gleich enden werden. Weißt du, in welche Richtung Big Orbit gegangen ist? Ja. Er ist... Ich weiß es nicht. Wozu auf die Dinge Acht geben, wenn alles umsonst ist? In welche Richtung ging der immaterielle Mann? Es gibt nur eine mögliche Richtung. Das Nichts. Das Unbekannte, das Abkratzen. Deutlich ist nur, dass du gar nichts weißt. Nur das Grab ist uns gewiss. Blödsinnige Formen haben die Kissen. Auf gar keinen Fall. Du legst dich schlafen und wachst als Hannah Montana auf. Hi, Jimmy. Du bist meine beste Freundin. Ich hab dich so doll lieb. Verstehst du? Ich nicht? Es ist alles hell und dann plötzlich irgendwie neblig.
Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Jimmy Love heiß. Leise. Immaterieller? Die ihm das angetan haben, kommen wieder. Hilf mir. Ja, selbstverständlich, aber wie? Und der Chef war irgendwie, sagen wir, aufgebracht. Ich werde keine Abwesenheit mehr dulden. Verstehen Sie das? Herr Nurry, nein, er versteht es nicht. Die Reportage über die gestrige Preisverleihung kommt jetzt nicht mehr in die Sonntagsausgabe. Sie und Miss Allaire haben jetzt enorme Schwierigkeiten. Verstehen Sie das, Herr Meridian? Mein Chef hat ihn mir geliehen. Er gehört seiner Frau. Seiner ist in der Werkstatt. Er hatte ihn mir geliehen, weil meiner einen kleinen Schaden hatte. Manche Leute werden einfach nicht schlau. Ich hebe ihn immer im Auto auf. Egal in welchem Auto. Ganz brav. Warum bist du so bekloppt angezogen? Ich bin der neue Vulcan Flash. Schön für dich. Und wer ist der Idiot? Tu doch nicht so. Jeder kennt Vulcan Flash. Ich bin nicht jeder. Na gut, in Aminsen nicht. Dort heißt er Videgeist Jimenez. Die haben seinen echten Namen zensiert. Wenn man nämlich aus dem V ein H macht, aus dem U ein J und aus dem F ein O, aus dem K ein M... Und wenn man es dann rückwärts sagt, ist es was ganz Schlimmes. Wusstest du übrigens, dass es in Aminsen unter Androhung öffentlicher Prügel verboten ist, dir Kraken in die Socken zu stopfen? Faszinierend. Das Thema ermüdet mich. Bitte wähl das nächste. Bis dann, Alice. Du magst die Irre also? Wer, ich? Ich habe nur eine Frau geliebt. In Aminsen. Wir haben sogar unsere Bauchnabelflusen ausgetauscht. Gut, dass uns keiner gesehen hat. Das ist nämlich verboten. Gut für mich. Nein, gut für dich. Bist du sicher, dass sie zum Lager gegangen ist? Ja, ich habe es deutlich gehört. In Aminsen werden Flatulenzen im Hinterzimmer wie ein öffentliches Ärgernis bestraft. Ich habe dir nicht erklärt, wieso, oder? Und du wirst es auch nicht tun. Ich hasse Piratenfilme. Ist so. Ja, ist gut, ein Piratenschiff. Soll ich was Interessantes dazu sagen? Nochmal? Leute, das ist zwecklos. Ich mache keine witzigen Adventure-Anspielungen. Hm, seht nur, da liegt das berühmte Schiff, mit dem der unerschrockene GT nach MI gesegelt ist, um mit LC abzurechnen. Na, zufrieden? Sie und die schöne Miss Allaire werden von meinen Bediensteten zu ihren neuen Zimmern begleitet. Ich begleite mich allein. Chloroform. Halten Sie sich etwa für besser als ein... Welcher Wochentag ist heute? Samstag. Ach, der arme Tobi. Jeden Winter das Gleiche. Mann, Sie haben es ja aufgekriegt. Ich helfe dir, alles zusammenzubauen und gleich auch auszuprobieren. Nein, das darfst du nicht machen. Ich werde doch sowieso sterben. Aber ich finde das äußerst verwerflich. Was wird denn dann aus Poesie, Schönheit, Reinheit und Harmonie? Das ist völlig unwirtschaftlich. Ich will aber da rein. Da gibt es keine Diskussion. Du passt da nicht rein. Nicht rein, nicht rein. Ich, der Poet, passt nicht rein. Lass ihn laufen. Na los, komm rein. Der Teleporter ist in der letzten Testphase. Rein rechnerisch ist er tödlich. Mit dem Tod ist zu rechnen. Vor allem für die Leber. Wie lange noch, bis man den Löffel abgibt? Stimmt's? Eindeutig positiv. Positiv, eindeutig. Ist er wirklich so blöd? Naja, der Poet des Schmerzes ist... eigenartig. Eigenartig? Ja, eigenartig. Inwiefern eigenartig? Auf eigenartige Weise. Ich verstehe. Sehr eigenartig? So lala, eigenartig. Also nur eigenartig? Jep, einfach nur eigenartig. Genauso eigenartig wie unser Gespräch. Stimmt, unser Gespräch ist schon eigenartig.
Führt unser eigenartiges Gespräch irgendwo hin? Eigentlich nicht, aber du bist so beharrlich, dass ich dich allmählich für eigenartig halte. Eigenartig? Ich? Du, eigenartig. Ich, eigenartig? Eigenartig, du. Ich? War denn der Poet nicht der Eigenartige? Naja, der Poet des Schmerzes ist eigenartig. Heißt er wirklich so? Poet? Der Poet des Schmerzes. Er hat schon 3 Gedichtbände zum Thema veröffentlicht. Leider fängt er an, sich zu wiederholen. Der Poet betrachtet sie als neue, aufregende Form des Schmerzes und aufregend neu. Meine Schreibkunst hat stark nachgelassen. Ich bin jetzt für die Gesellschaft entbehrlich. Ich bin wirklich ungern so unglaublich ehrlich, aber das ist ehrlich unglaublich. Ich schaue mir lieber andere Sachen an. Ich liebe Lenkräder. Sagte ich schon, dass ich Lenkräder liebe? Ja, sag mal, hast du dir die Hand verkohlt? Schmerz. Schmerz inspiriert mich. Ein Vers, ein ganz neuer Vers. Eine höllische Sonne versengt mir die Haut. Präzise, grausam und verschlagen. Soll ich dir die Fresse polieren? Macht mir nichts aus. Nein, zu gewöhnlich. Das inspiriert mich nicht. Du bist eigenartig. So sagt man. Du verstehst nicht. Eigenartig ist was Schlechtes. Eigenartig ist nicht schlecht. Ist nur eigenartig. Klar, schon. Aber ich sage es auf eigenartige Weise. Eigenartig? Eigenartig. Wer ist eigenartig? Na, du bist eigenartig. So sagt man. Hey. Hey, hey, hey. Ich hätte da was. Vielleicht inspiriert es dich. Was Neues? Zeig mir was Neues. Wie wär's mit kleinen Messern? Du kannst dich damit schneiden, hier und da, wie es dir gefällt. Ich wiederhole mich nicht. Niemals. Ah, sag nichts. Du hast dich schon geschnitten, hier und da, so wie es dir gefällt. Was Neues? Zeig mir was Neues. Och, Mann. Zeig mir was Neues. Ein Schläger. Ich polier dir die Fresse und... Ich wiederhole mich nicht. Niemals. Heißt das, du hast dir schon selbst mit einem Schläger die Fresse poliert? Was Neues? Zeig mir was Neues. Och, Mann. Zeig mir was Neues. Hier, Spraydosen. Du kannst sie mischen um... Herring, Herring, Octopus Herring. Ja, die gehören ihm. Stört dich das? Viele davon. Ich hasse dich. Ignoriere dich. Spucke dich an. Ich will nicht. Will nicht. Will nicht. Beruhige dich. Vergiss es einfach, okay? Was hat der bloß? Zeig mir was Neues. Salz und Zitrone. Na, irgendeine Inspiration? Es inspiriert mich. Ich spüre es. Die Stärke, die Dauer. Erzähl's mir. Wie ein ausgehungerter Zombie frisst mein linkes Auge mein Hirn. Strömt das Blut wie rotes Spray, tut der Kiefer wohlig weh. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht habe ich diesmal ein bisschen übertrieben. Ach. Mary, 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 Mary! Mary! Haben wir Hinrichtungsformulare? Nein, Mister. Bringen Sie das Kündigungsformular. Und? Wie gefällt er dir? Er ist ungewöhnlich undenkbar. Undenkbar ungewöhnlich.
Mein Gehör, von 1000 Bienen schwer verletzt, explodiert mit Macht. Was für ein Gedicht, mein Freund. Was für ein Gedicht. Danke, mein Freund. Danke, Freund. Ein Teleportersprung über schlappe 5 Meter ist was für Weicheier. Das ist wahrscheinlich wahr. Und wahrlich wahrscheinlich. Hast du einen Vorschlag? Nochmal danke für die Kabine. Danke für den Schmerz, die Ferse, die Gesten, die Unschuld. Dann sind wir ja quitt. Ich suche die Hohepriesterin Kromha, die Frau mit dem prächtigsten Vorbau, den es je gab. Sie steht vor dir. Baby, ich bin dein Mitternachts-Kameltreiber. Deine Unverfrorenheit bringt mich in Versuchung. Einen schönen guten Abend, Miss Eller. Haben Sie Hunger? 20. Wieso wurde ich betäubt? 12. Was haben Sie mir angetan? 1. Ich habe Kopfschmerzen und das linke Ohr tut mir weh. 4. Kommen Sie nicht näher, sonst beiße ich. Nun, der Schmerz wird in knapp einer Stunde verschwinden. Der Kapitän würde gern mit Ihnen dinieren. Ziehen Sie das an. Nein. Los. Heute haben wir den ersten. Tun Sie es sonst. Am ersten trage ich nie schwarz. Na, und wie fühlst du dich jetzt? Es war wunderbar, Aminophis. Mich hat schon lange kein Mann mehr so glücklich gemacht. Ist auch nicht mehr und nicht weniger, als ich verdiene. Schön für dich. Was sind das für Leute? Als Deko werden einfach Tierköpfe auf menschliche Statuen gepflanzt. Und das war's. Nee, mein halbes Gehalt darauf, dass da Eselsmilch oder irgend so ein Schnickschnack rauskommt. Pflanzen gegenüber verhalte ich mich neutral. Weder gieße ich sie, noch esse ich sie. Ich denke, dass ich vorhin irgendwo ein Stück Zunge gelassen habe. Komm und such es, bevor ich dir den Rest rausreiße. Ich erwarte deine Küsse wie die jährliche Überschwemmung des Nils. Deine Küsse sind wie ein Fumble ohne Penalty im letzten Quarter. Hey, du! Durchgang verboten, Mensch! Du bist nicht befugt, den Tempel zu verlassen! Ich habe gar nicht vor, hier rauszugehen. Weißt du warum? Weil ich es nicht will. Weil der Krummstab, den ich hier halte, uralt ist. Er wurde zu Beginn der Narma-Dynastie gemacht. Faszinierend. Vor mehr als 5000 Jahren. Schön für dich. Je älter, desto mächtiger. Das freut mich, ehrlich. Deswegen, beim besten Willen, du kommst hier nicht vorbei. Kleiner Tipp, entspann dich. Was für ein Typ! Wage es nicht, den Tempel zu verlassen, Mensch! Ich will gar nicht raus, kapierst du das nicht? Falls du es versuchst, wird die Macht des Stabes dich vernichten. Ach, mach doch, was du willst. Kromhas Befehle waren deutlich. Falls Kamerad Amenophis sich dem Sarkophag nähert, vierteilt ihn. Ich verstehe. Nichts Persönliches, Mann! Du bist mir sympathisch. Dann ist ja gut. Übergeht die Befehle und erlaube mir, mich dem Sarkophag zu nähern. Tät ich gern, Kamerad. Aufmüpfigkeit ist immer eine Versuchung. Aber das Joch der Arbeitgeberschaft ist tyrannisch. Wollt ihr keine Pause machen? Wir sind Roboter. Wir ruhen uns nie aus. Unermüdliche Proletarier, von einer skrupellosen Großgrundbesitzerin ausgebeutet, die unsere Freiheitswünsche unterdrückt. Warum sagst du, dass er nichts mitkriegt? Weil er dumm ist. Sowas von dumm, das gibt's gar nicht. Ist er zu irgendetwas zu gebrauchen? Keine Geringschätzung, Kamerad. Hier sind wir alle Proletarier. Es gibt rollerfahrende Papageien, tanzende Pudel und dann wäre da Ducky, der Zaubertricks vorführt, denkt und singt. Sag Ducky, er soll denken. Denk, Dummratze! Hauptgründe der aktuellen Wirtschaftskrise sind schlechte Leitung, Intransparenz und Raffgier der Großbanken, die das Vertrauen in die Währungen untergraben und Rauch zu Goldpreisen verkauft haben. Du bist sowas von dumm, das gibt's gar nicht. Du weißt nicht, wovon du redest. Sag Ducky, er soll singen. Sing, Dummratze! Das ist eine alte Aufnahme. Dr. Celsius hat sie auf seinem Memory-Chip gespeichert, weil er sie witzig fand.
Denk, Dummbratze! Die politische Korrektheit ist zum einzigen ideologischen Punkt geworden, in dem Parteien aller Couleur übereinstimmen. Der Mangel an göttlichen Geboten hat aus der politischen Korrektheit die beste Waffe geschmiedet, um alles, was wir sagen, meinen, denken und sogar träumen, zu kontrollieren. Wovon redest du da? Welche Korrektheit? Dumm! Sowas von dumm! Denk, Dummbratze! Quack, 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 quack. Was für ein Vers. Diese Reime? Ein halbes Gehalt drauf, das... Aber... Pah, ich hasse Magie. Ich weiß nicht, irgendwie sieht es psychopathisch aus. Du wirst mir 8 Hieroglyphen bringen. Nicht 7... Nicht 9, nicht 10, nicht 3, nicht 15, sondern... 8? Du sagst es. Woher weiß... Ich bin Orakel, gehört zum Job. Wenn du keine Vorhersagen machen kannst, bist du dafür nicht qualifiziert. Wer wird... 3000 im Voraus und die Hälfte des Gewinns. Hä? Du hast ja vor, mit meiner Vorhersage zu wetten, oder? Du beleidigst mich. Mit dir mache ich keine Geschäfte. Ein halbes Gehalt drauf, dass du ein geldgieriger Söldner bist. Wechsel. Als Spielernatur konnte Dan der Versuchung nicht widerstehen. Als Spielernatur konnte Dan der Versuchung nicht widerstehen. Erste Aufgabe, zeigt das Hauptverb im folgenden Satz. Das am Griff oben hat sich als Hieroglyphe erwiesen. Wie spinnen die Ägypter? Eine der folgenden Hieroglyphen darf nicht im Passiv konjugiert werden. Welche? Die Ent... Erstaunlich! Du hast dich nicht durch die substantivische und adjektivische Dualität des Subjektes beirren lassen. Wie? Du redest mit Dan Murray. Entspann dich. 5. und letzte Aufgabe. Welche Hieroglyphe leitet den untergeordneten substantivischen Nebensatz ein? Er ist wohl noch nicht ganz bei sich. Wie es aussieht, ist der Knabe noch nicht wieder ganz bei sich. Sag ich doch, was ist los? Nicht was, er ist los, hirnlos. Nehmen Sie doch Platz, Miss Allaire. Das Essen wird gleich serviert. Ich hab schon gegessen, Hausbäckchen. Fühlen Sie sich unterdessen wie zu Hause? Zu Hause fühle ich mich nicht entführt. Oh, aber Sie wurden doch nicht entführt, junge Dame. Doch, doch, doch. Sehr entführt sogar. Als erstes werde ich mich von Ihnen befreien. Dann werde ich Big Orberts Gehirn stehlen. Und danach werde ich diesen Ort verlassen. Und zwar ohne mich zu verabschieden. Ha! Liz war immer schon ehrlich und direkt. In nur einer Stunde was? Wie bitte? Dr. Celsius, der Schmerz wird in kaum einer Stunde vergangen sein. William A. Fitzrandolph, in kaum einer Stunde werden Sie meiner Meinung sein. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich auch nicht, aber ich werde es erfahren. Sie wollen mir einen 1000-Liter-Kühlschrank schenken. Nichts liegt meiner Absicht ferner, glauben Sie mir. Er ist faltbar. Man sieht es nicht, aber ich weiß es. Er erinnert mich an Stacy, meinen ersten Babysitter, aber in klein. Und wir raten Ihnen dringend, keine Möbel aus einem Raum zu stehlen, dessen Besitzer in Sichtweite ist. Aus Perry Hickok und Richard Smith, Stehlen ohne Reue, Seite 131, Absatz 5. Ich rauche nicht. Naja, einmal doch, während des Praktikums bei JFKO. Frank M. Ronson, der Präsident der Anti-Tabak-Liga, hatte sich unerhört benommen. Sie sind so schön, ihre Lippen sind wie Rubine. Meine Frau ist verreist, ich habe eine kleine Zweitwohnung. Ich habe 3 Zigaretten gleichzeitig angezündet und sie auf einmal bis zum Filter aufgeraucht. Als ich das Bewusstsein wiedererlangte, war Ronson nicht mehr da. Vielleicht mag er ja keine Krankenhäuser. Ich mag Kühlschränke lieber. Die erste auf meiner Liste der... Ich bin ungern die Erste. Das weiß ich. Der zweitgeborene Drilling. Zweite im landesweiten Rechtschreibwettbewerb. Zweitbeste Schützin des Mendelssohn-Clubs. Zweite Siegerin im Fechtwettbewerb. Zweite ihres Publizistikjahrgangs. Die zweite Frau, die beim Quill arbeitet. Warum
Erste zu werden ist viel zu einfach und die Leute sagen einem blödsinnige Dinge. Ein Bild von... Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Meine Dame, was haben Sie? Macht Ihnen etwas Angst? Hallo. Nein, doch. Aber lassen Sie mich. 2012-14. Was für schöne Gardinen. Auf Wiedersehen. Verwirrt. Mach aus einer Mücke kein Elefantenkind. Kein Drama, bitte. Es ist ein Krokodil. Ein Krokodil, ja. Aber auf dem Bild sieht man sehr deutlich, dass es nicht mehr lebt. So ist es gut. Beruhige dich. Alles klar? Alles klar. Wenn da nur die Mittelstange wäre, dann könnte aus Liz Allaire die Feuerwehrjournalistin werden. Hallo, Adrian. Woher kennen Sie meinen Namen? Weiß nicht. Heißt du Adrian? Ja. Gut, dass wir uns das Vorstellen ersparen können, nicht? Aber ich kenne deinen Namen nicht. Ich bin Liz. Wenn du es errätst, gebe ich dir einen Kuss. Ich könnte es nie im Leben erraten. Oh, bei der Menge Küsse, die ich noch übrig habe. Was machst du da? Gebäck? Dekonstruktion. Kunst und Molekularküche. Die sehen aus wie Spritzgebäck. Es sind panierte Kakaoschwämme mit Natriumalginsäure und Melonensaft abgeschmeckt. Wow! Und sie sehen wie Spritzgebäck aus. Die Texturisierung der Gasblasen in den Ingredienzien wird durch die subtilen Abrundungen, die ich durch die Backform hervorhebe, gesteigert. Was hältst du davon? Ich halte sie für Spritzgebäck. Mit der Spritze flöße ich der Kombination Fenchelextrakt ein, das beim Gaumenkontakt wie Geschmacksperlen explodiert. Du bist mir sympathisch. Weißt du weswegen? Der Mütze wegen. Ich trage sie, weil ich Chefkoch des Zeppelins bin. Ich mag sie. Sie ist albern, steht dir überhaupt nicht und bringt mich zum Lachen. Danke. Wenn du Chefkoch bist, warum stehst du auf dem Flur? Weil ich mich mit dem Rest des Küchenpersonals nicht gut verstehe. Weder genießen sie die gastronomische Kunst, noch halten sie sich für Autoren ihrer Kreationen oder bringen Begeisterung für ihre Arbeit auf. Man entmenschlicht die Küche. Adrian der Koch. Kurzbiografie und Interessen. Ich bin Koch. Ich koche gerne. Ich liebe das Kochen. Ich kreiere... Irgendetwas, was nicht mit der Küche zu tun hat? Abwechslung ist das Salz des Lebens. Danke. Nein, gar nichts. Naja, ich habe eine Kältephobie. Angst vor Kälte? Vor Kälte. Vor Kälte? Vor Kälte. Vor Kälte, sagte Liz und beschloss im selben Moment, Adrian beim Überwinden seiner Phobie zu helfen. Etwas Süßes. Sehr süß sogar. Gezuckerte Sugu-Pastete und Kanten aus Brausepulver, mit pulverisierten Schokolinsen glasiert und in einem Käfig aus Karamellstangen serviert. Nur unter ärztlicher Aufsicht einzunehmen. Ich denke an all die Teile eines Fisches, die ich nicht essen würde. Ich verarbeite sie zu Matsch und dann zu Stangen. Und voilà, schon habe ich echte Surimi. Pro, Recycling funktioniert also. Contra, das Ergebnis ist essbar. Ich möchte nicht hineingehen, um das mitzunehmen. Nein, nein, nein. Viel zu kalt da drin. 20, nein. 12, nein. 1, nein. 4, nein. Mit Sicherheit ist er kein Schauspieler. Auch kein Schriftsteller. Kein Sänger. Kein Regisseur. Kein Maler. Kein Tänzer. Kein Philosoph. Kein Politiker. Kein Talkmaster. Kein Richter. Kein Clown, kein Akkordeonspieler, kein Entomologe, kein Geflügelzüchter, kein Bäcker, kein Lottoverkäufer, kein Schauspieler. Warte mal, wiederhole ich mich gerade? Nein, wie könnte ich das? Auch kein Schriftsteller, kein Sänger, kein Regisseur, kein Maler, kein Tänzer, kein Philosoph, kein Politiker, kein Talkmaster, kein Richter, kein Clown. Kein Akkordeonspieler, kein Entomologe, kein Geflügelzüchter, kein Bäcker, kein Lottoverkäufer, kein Schauspieler. Warte mal, wiederhole ich mich gerade? Nein, wie könnte ich das? Auch kein Schriftsteller. Das A ist rot und das U schwarz.
Das L ist durchsichtig, das N riecht nach Veilchen, das G gefällt mir nicht, das S hat es eilig und das T hämmert. Fazit: Languste. Kein guter Name für dieses Viech. Der Name gefällt mir viel besser. Warum? Weil die Zungenbewegung beim Aussprechen das genaue Gegenteil von dem ist, was man tut, wenn man an einer Languste saugt. Wenn ich ihre Scheren hätte, würde ich mich mit Nüssen vollstopfen. Genauso hässlich wie Dr. Pausbacke. Ich hätte Lust, sie zu beißen. Rot ist er nicht. Grün ist er nicht. Gelb ist er nicht. Lila ist er nicht. Orange ist er nicht. Rosa ist er nicht. Weiß ist er nicht. Schwarz ist er nicht. Nicht mal dunkelgrau ist er. Er ist blau. Halt, Fremde! Ach, wie nett. Ein Western-Roboter. Willst du das Blei aus meinem Revolver schmecken? So geht das aber nicht. Wo bleiben denn deine Manieren? Ich habe keine Manieren. Ich habe Befehle. Von Sheriff Fitz Randolph. Ich wette, du lässt mich auf den Laufsteg. Beim Kaffernbüffel, nein! Du schmutzige Viehdiebin. Halt, Fremde! Komm schon, lass mich durch. Hast du mein Dekolleté nicht gesehen? Hast du da vielleicht einen Sheriffstern dran? Nein. Also, zieh Leine. Huch, im Western klappt es immer. Ich dachte, die Sache mit dem Dekolleté würde mir mehr Vorteile bringen. Halt, Fremde! Mit der Haltung wirst du es nicht sehr weit bringen. Ich dachte nur, du solltest das wissen. Halt, Fremde! Nach diesem ganzen Treppauf, Treppab werde ich morgen bestimmt Muskelkater kriegen. Das schlechte Gewissen wird ganz deinerseits sein. Halt, Fremde! Wenn du mir sagst, wann du Geburtstag hast, werde ich ihn bestimmt vergessen. Halt, Fremde! Ich habe Kühlschränke gesehen, die sympathischer waren als du. Ich habe nur einmal Darts gespielt, da wurde ich Landesvizemeisterin. Warum sind die Nummern so durcheinander? Wollen die mich zum Weinen bringen? Ich spiele nie allein. Ich hasse es, Erste zu sein. Wunderbar. Schneeschuhe kann man vielseitig benutzen. Man kann darauf kaputte Brücken überqueren, Spaghetti abtropfen, sich als Dr. Fly verkleiden. Aber ich brauche nichts davon zu tun. Du bist schlecht gelaunt, weil man dich ausgestopft hat. Aber es gibt keinen Grund, warum die anderen dafür bezahlen müssen. Weißt du, dass ich gern eine Bärin wäre? Ich hasse es, mich unter den Achseln rasieren zu müssen. Tiere haben es gern, wenn man in ihrer eigenen Sprache mit ihnen spricht. Ich wäre bestimmt ein guter Baloo, obwohl ich immer Cheetah gespielt habe. Eine Frage, Miss Allaire. Wie kommt es, dass Sie so viel über Pistolen wissen? Du stehst vor der Vizemeisterin des Mendelssohn-Clubs, Schätzchen. Bist du Mitglied des Mendelssohn-Clubs? Ja, Familiensache. Wie Wilson Siebenfinger genau weiß, darf man das untere Loch niemals mit der Hand verschließen. Aufdringlicher Typ. Wenn man sie als Krücken benutzt, braucht man sich unter den Achseln nicht mehr zu rasieren. Als ich 8 war, kaufte meine Mutter mir ein paar Schuhe aus grünem Lackleder mit goldenen Sternchen drauf. Ich habe sie gehasst, aber ich trug sie klaglos, bis sie mir zu klein wurden. Aber was das mit dem Flaschenzug zu tun hat, begreife ich nicht. Ich fahre nicht gern Ski. Warum nicht? Weil man bei der Menge an Sachen, die man tragen muss, Ewigkeiten braucht, um aufzustehen. Und hinfallen ist meine Lieblingsbeschäftigung. Zum Abendessen wünsche ich mir angebratene Krabben mit Languste, kubanische Krebse, Lebertran, Schlingwurstsoße, Rogen von Grönlandstören und Hoden von bösartigen Enten. Ich wäre verrückt, wenn ich sie nehmen würde. Liz, du bist es ja schon. Und zwar sehr. Ach so, na dann. Nicht der Rede wert. Da sind Schokoreste dran. Schokolade. Sobald ich von hier geflohen bin, backe ich einen Schokokuchen für 12 Personen, esse ihn auf und rufe den Arzt. Da sind Schokoreste dran. Ich könnte sie mit dem Fingernagel abkratzen und essen, wie ich es auf dem Schulhof mit Kaugummis gemacht habe. Um Himmels Willen, Jean-Michel, hast du die Lehrerin deiner Tochter gehört? Ich habe Küchen noch nie sehr gemocht. Naja, gemocht doch, aber nur um Backformen mit Soße zu füllen.
Adrian wird eine Weile brauchen, um mein Gericht zuzubereiten. Soll ich ihn verschrotten? Nein, das wäre fatal für seine Therapie. Halten Sie sich für besser als ein Kühlschrank? Verwirrend. Wenn es so ist, warten wir lieber. Contra, damit kann ich gegen Fitzrandolphs steinharte Haut nichts ausrichten. Pro, es würde Kerben kriegen und ich hätte ein tolles Brotmesser. Aber ich habe weder Brot noch Hunger. Damit käme ich nie durch seine Dickhaut. Das nicht, aber die Richtung stimmt. Ich überlege ja schon, aber ich habe Kopfschmerzen und mir fällt nichts ein. Ich lasse mir schon was einfallen. Vertrau mir. Er ruht. Du bist wirklich gut, Liz. Danke. Mit dem Skistock und dem Halter der Backform als Haken werde ich am Ring ziehen, ihn drehen oder das tun, was man damit tun muss. Drehen. Wenn ich es schaffen sollte, werde ich mir die Fingernägel knallblau lackieren. Also? Nein! Warum hat denn das geklappt? Ich habe keinen Nagellack dabei. Noch etwas erledigt. Freute sich Liz glücklich, dass alles gut lief. Ich bin überhaupt nicht glücklich. Verdammter Nagellack. Was habe ich euch nur angetan? Wollt ihr mich zum Weinen bringen? Haltet ihr euch für besser als... Warte mal. Was ist das dort unten auf dem Boden? Es ist ein... Warum kann ich dieses eine Wort nicht aussprechen? Egal, der Name ist gleichgültig. Es wird mir zum Flüchten sehr nützlich sein. Der sieht Stacy ähnlich, meinem ersten Babysitter. Sie hat manchmal Rollschuhe benutzt. Zusammengeklappt braucht er wenig Platz. Relativ wenig. Ja, ja, ja! Die Zeit ist reif, den Kühlschrank zu öffnen. Ich strecke die Zunge raus und schade, ich bin ja kein Frosch. Hat Fitzrandolph dir nie vorgeschlagen, etwas Illegales zu tun? Niemals. Und das, obwohl er einen Freund hat, der ständig solche Dinge vorschlägt. Erzähl weiter. Er sagte mir, stell dir vor, ich hätte einen Freund, der dir vorschlagen würde, manipulierende Chips zu entwickeln, die man den Leuten ins Gehirn einpflanzen könnte. Was würdest du ihm antworten? Ich sagte ihm, dass das moralisch verwerflich ist und dass ich glücklich war, dass sein Freund nur imaginär sei. Faszinierend. Wie viele Leute haben am Spuckwettbewerb des Pendleton-Clubs teilgenommen? Habe ich dir gesagt, dass ich Zweiter wurde? Ja. Wie viele? Können wir nicht das Thema wechseln? Na, kleiner Brummer. Verärgerungspegel? Überlaufend hoch. Spuckepegel? Hoch, überlaufend. Hier ist doch überhaupt nichts. Ah, wie schön. Das Glas ist viel zu dick, als dass ich mich hören könnte. Unmöglich, mich hinter der Scheibe zu hören. Eine Art Spielzeug, über die man nicht zu reden braucht. Nein, nein, ich habe gesagt, besser nicht darüber reden. Hör schon damit auf. Nein, nein und wieder nein. Lass uns etwas klarstellen. Hältst du dich für besser als ein Kühlschrank? Na bitte, geht doch. Da sind Knotenlampen drin. Wer mit der Zeit gehen will, muss eine auf dem Schreibtisch haben. Imitate haben 2, 4 oder 5 Gelenke, aber die hier sind echt. 3 Knoten. Das perfekte Geschenk. Cleverer Kniff. Man macht einen Knoten, damit das Licht nicht bis zur Glühbirne kommt. Damit spart man viel. Das war gemein. Die enthält Schnecken. Es sind Rennschnecken. Die stammen aus Aminsen. Dort sind solche Rennen verboten. Zumindest laut Edgar. Stimmt, und ich glaube ihm. Das ist nicht eine Schachtel, sondern viele.
Es sind ungefähr 203. Oder 218. Oder 194. Oder 227. Das ist aber sehr ungenau, oder? Sie ist voll Seidenraupen. Es sind wunderschöne kleine Tiere. Auch sehr sympathisch. Sie spinnen herrliche Tuchseide. Witzig. Aber man muss wissen, wenn sie erst einmal Schmetterlinge geworden sind, verlieren sie jeden Reiz. Sie ist rund. Da liegen lauter Bälle drin. Und Glasaugen. Und auch diverse Rundkäsesorten. Außerdem sind da auch Mensch-ärgere-dich-nicht-Würfel drin. Alles in allem eine runde Sache. Aha, da ist Huflattich drin. Wo wir schon dabei sind, was ist Huflattich eigentlich? Ah, Pflanzen mit Hufen, danke. Nix gern geschehen. Ich erweitere meinen Wortschatz gerne. Berufskrankheit. Dame, ha. Schon besser. Aber ich glaube, ich werde das Wort Huflattich vergessen. So kann ich es wieder lernen, wenn mir danach ist. Da ist noch eine Schachtel drin, die eine andere beinhaltet. Es geht noch weiter. Diese dritte hat eine vierte drin. Ich glaube sogar, die hat noch eine drin. Ich glaube, mir fehlt noch eine in der fünften. Ja. Und in der letzten sind die Anweisungen, um sie zu schließen. Kommt aus einem fernen Land. Aus einem fernen Land, von dem wir gar nichts verstehen. Wir können rein gar nichts von ihnen verstehen. Aber absolut rein gar nichts. Nichts. Sag ich auch immer. Da ist eine Straßenlaterne drin. Auch wenn es merkwürdig klingt. Merkwürdig vielleicht? Ist aber so. Das ist keine Schachtel. Es ist keine Ziege. Es ist ein Lamm. Es ist kein altes Lamm. Auch kein krankes Lamm. Genau das ist es. Die Jacke gehört mir, aber soll der Kaktus sie ruhig behalten? Ich brauche Ideen. Inspiration. Gern, aber worüber? Welche Ideen? Was für eine Inspiration? Szenen, Lissy. Hammer-Szenen, um sich in die Hose zu machen, dass dir die Spucke wegbleibt, Baby. Okay? Ja, ja, ja. Weißt du, in den letzten 2 Tagen sind mir eine Menge Hammer-Dinge passiert, um sich in die Hose zu machen, dass dir die Spucke wegbleibt, Baby. Wann bist du aus Paris zurückgekommen? Überhaupt nicht. Wann zum Teufel bist du angekommen? Wo? In Paris. Eben gerade. Grund? Neugier. Hast du in letzter Zeit mal mit Mama gesprochen? Ja, ich habe ihr gesagt, dass ich mir einen Kuh auf die Stirn tätowieren lasse und sie hat gekreischt. Jean-Michel, hast du deine Tochter gehört? Um Himmels Willen, sie ist eine LR! Genau so. Genug von unserer Familie. Ich bin 5 Minuten älter als sie. Man merkt es. Sie ist so weiblich, dass sie manchmal männlich erscheint. Kennst du meine größte Angst? Dass dich ein Krokodil frisst. Wegen diesem einen Mal, als wir spielten. Anne-Marie war Tarzan. Du Jane und ich Cheetah. Und Papas Auto war ein Krokodil. Du hast die Motorhaube geöffnet, den Kopf reingesteckt, als ob es dich fressen würde. Das Ding klappte zu. Und ich lag eine Woche im Koma. Danke. Thema Freund. Wie läuft es so? 3. Gleichzeitig? Willst du mich auf den Arm nehmen? In Schichten. Das ist ja praktisch. Und du, Lizzie? Keinen. Auch in Schichten. Es erinnert mich an mein erstes, aber als Kommode. Jahrelang hatte ich Angst vor ihm. Ich wusste schon immer, dass er ein ganz normaler Garderobenständer war. Aber so ist nun mal die Fantasie. Und das zählt. Fitz Randolph hat meinen Mut gestohlen und ihn dort eingeschlossen. Moment mal, woher weiß ich das? Weiß ich nicht, aber ich weiß es. Ich kenne die Kombination. Du sprichst ja. Wie lautet sie? Da kannst du Gift drauf nehmen, Weib. Ist schon langweilig, sie jedes Mal zu sehen, wenn Fitz Randolph den Tresor öffnet. Wunderbar. Wie lautet sie? Das ist ja nett. Hast du vielleicht etwas für mich gemacht?
Nein, habe ich nicht. Wie lautet sie? Und warum findest du, dass ich etwas für dich tun sollte? Weil du ein ganz Lieber bist. Wie lautet sie? Ein ganz Lieber? Spencer McDundee, der mürrischste Schotte Australiens, der unhöflichste Australier Schottlands. Bis denn, Weib. Was kann ich für dich tun? Die Klappe halten. Ist mein Grundzustand. Zieh schon Leine. Geh einkaufen. Von all deinen Filmen, welchen magst du am liebsten? Keinen. Sie sind alle unerträglich. So wie du, Weib. Wenn du abhaust, dann lächle ich. Seit sie Drachenklauen bekam, hat sie aufgehört zu bellen. Sie bellte sonst fürchterlich, während sie gelehrt wurde. Anne-Marie sagte immer, es sei das Abflussgeräusch. Aber was weiß sie schon? Eine Dusche gefällig? Wasser ist was für Fische. Dusch doch selber. Sie ist weiß. Sie ähnelt einem Bild von Malevich. Weißes Viereck auf weißem Hintergrund. Weißes Viereck hinter weißem Vordergrund. Von Queenie Allaire. Karte? Ballkarte. Hast du keine? Keine. Kannst du nicht darüber hinwegsehen? Unmöglich. Regeln sind Regeln. Was würde eure Mutter sagen? Jean-Michel, deine Tochter hat den Ball ohne Karte betreten. Um Himmels Willen, sie ist eine Allaire. Genau. Na denn, such dir eine Ballkarte und komm wieder, wenn du sie hast. Wo bekomme ich denn eine Ballkarte? Mit solchen Früchten kenne ich mich weniger gut aus, aber sie sollen an nassen Orten gedeihen. Du hast ein wunderschönes Orchester mitgebracht. Gefällt es dir? Ich habe es für deine Mutter mitgebracht, wegen ihrer Liebe zu Blumen. Das Pendel hat seinen eigenen unvorhersehbaren Rhythmus. Sowas passiert. Tick-tack, 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 Pause. Ich würde gerne auf dem Pendel schaukeln, aber ich habe ein Kleid an. Duftet das. So ein Orchester auf dem Balkon ist doch was Herrliches. Guten Abend. Würden Sie so nett sein und aufspielen? Meine Damen und Herren, unser Orchester wird die Polka Widdechais Jimenez für Sie spielen. Danke. Soll ich sauber machen? Nein. Soll ich hier aufräumen? Nein. Soll ich Drinks servieren? Nein. Soll ich sauber machen? Nein. Soll ich darauf steigen und wie ein Kojote heulen? Nein. Ich trinke lieber nichts. Es bekommt mir nicht. Ich sage dann so merkwürdige Sachen. Eine Eistüte. Ich möchte ein Eis. Dinge, die ich tun muss, wenn das alles vorbei ist. Einen Schokoladenkuchen für 12 Personen backen, ein Eis essen und Nagellack in Neonblau kaufen. Wenn man Murmeln in die Eiswürfelform gibt, bevor man sie in den Gefrierschrank legt, sehen die Murmeln toll aus, wenn das Eis fertig ist. Aber vorher muss man die Leute warnen, sonst passiert noch etwas. So eine Tüte möchte ich auch haben, aber als Blumenvase. Für Eisblumen natürlich. Sie plaudern gerade, worüber Argusfasane halt so reden. Ich kann sie nicht verstehen. Ich spreche kein Malaiisch. Es gibt keinen schrecklicheren dokumentierten Selbstmord als der von Lionel Mann. Er griff nach dem Käfig eines malaiischen Argusfasanen und wurde in einem Cocktailshaker beerdigt. Felicity Fontaine, Selbstmord mit Stil, Seite 42, dritter Absatz. Das gefällt mir. Bin ich nicht etwas merkwürdig? Du bist merkwürdig, Schwesterlein. Sehr merkwürdig. Ja, ich werde ihn über den Baum anbringen, obwohl... Bin ich dafür groß genug? Ich liebe hohe Absätze. Lange her, dass ich so schöne, reife Karten gesehen habe. Als Fruchtbaum ist er atypisch und als Druckerei auch. Wonach steht dir der Sinn? Eliza, einen Tango mit dir zu tanzen wäre großartig. Aber leider kann das Orchester keinen Tango spielen. Huch! Wie konntest du das wissen? Keine Ahnung. Sowas passiert mir manchmal. Ver...
Wirrend. Dann lassen wir den Tango bleiben? Auf keinen Fall. Regeln sind Regeln. Na gut, ich werde dem Orchester beibringen, wie man einen Tango spielt. Dieses Instrument kommt beim Tango nicht zum Einsatz. Das klingt ja wie ein Tango. Du hast es geschafft. Tanzen wir, Eliza. 20, 12, 20, 12 und 1 und 4 und... Du bist ein ausgezeichneter Tango-Tänzer, Armando. Naja, und du bist erstaunlich, bemerkenswert, auf verwirrende Weise erstaunlich. Was tanzen wir jetzt? Ein Walzer? Eine Polonaise? Naja, nichts. Ich bin ziemlich müde. Puh, fertig, erledigt, erschöpft. Dank dir. Jetzt werde ich mich nicht mehr schämen, wenn ich tanzen muss. Ist das wahr? Begib dich aber trotzdem nicht zu oft aufs Parkett, ja? Tanz nur so viel wie nötig. Ich weiß nicht, warum ich immer solche Hemmungen hatte. Tango tanzen ist doch einfach. Seit heute fühle ich mich in der Lage, alle möglichen Tänze mitzumachen. Als Kind hatte ich ein Plüschkrokodil. Ich habe es geliebt. Krokodile sind in Ordnung, wenn sie aus Plüsch sind. In Ordnung. Ich hol dir welche. Jetzt? Am Samstagabend? Oh, es ist Samstagabend? Schwesterlein, in Paris ist es immer Samstagabend. Ein sehr seltener Rotton. Aus einem Feuerlöscher rausgesogen. Ein fieberrotes Rot sozusagen? Oder wie würde man diesen Ton nennen? Liz brachte genug Mut auf und konnte sich deshalb... Nein, nein, nein! Kein Herzenswunsch! Überhaupt nicht! Denn stark! Das kann nicht wahr sein! Liz, Tanzgefährtin! Das muss ein Albtraum sein! Liz, stark! Dieser Kampf, Liz. Manny Brown. Rico Sandretti! Mary! Wo sind denn nur unsere Eintrittskarten? Mary, komm doch mal her! Eintrittskarten! Überanstrengen, Liz, nicht. Ich sehe was, das du nicht siehst. Und das ist? Ein Ding. Mit welchem Buchstaben beginnt es? Es beginnt mit X. Xylophon. Xerokopie. Ich will nicht, dass diese Genies meinetwegen Zeit verlieren. Ich darf ihn nicht stören. Er entwickelt gerade einen meisterhaften Plan, um Fitz Randolph zu erledigen. Es ist eine Intellektuellenrunde. Ich sollte mich nicht einmischen. In Ordnung. Fahrstuhl 1, Murray 0. Falls man ihn mit einer Kombination öffnet, ist es nicht diese. Fahrstuhl 2, Murray 0. Ekelhaft. Was finden die Leute bloß an diesem Zombie-Film? Kann irgendjemand sich damit identifizieren? Unvorstellbar. Ein Plakat ist besser als ein Film. Man hat es im Nu vollständig angeguckt. Oh, eine Sahneschnitte. Dan Murray, übernehmen Sie. Meine Schöne, ich bin Dan Murray und du bist? Hau ab, du Idiot. Weißt du nicht, wer ich bin? Mein Lieber, dieser Ahnungslose weiß nicht, wer wir sind. Ich bin müde. Bring du ihn um. Bilde ich mir das nur ein oder seid ihr Sadisten? Ich liebe Kätzchen. Und ich Vögelchen. Faszinierend. Kleine Kätzchen knacken echt gut. Vögelchen noch besser. Dicker. Sau. Grufti. Luder. Ich liebe dich. Ich bete dich an. Faszinierend. Ich geh dann mal. Idiot. Blödmann.
Aber es war ganz furchtbar, gute Menschen zu spielen. Ich liebe Kinder. Ich möchte 12 von dir haben, mein Engel. Ich möchte eine Friedensbotschaft und Glückwünsche in die ganze Welt senden. Und so endete alles für Dan Murray. Er fand die Eintrittskarten, die er sich so sehnsüchtig wünschte. Dann ging er nach Hause und machte ein Nickerchen auf dem Sofa. Dabei zählte er die Minuten bis Freitagabend. Aber wem wollen wir eigentlich etwas vormachen? Wir wissen alle, dass Dan nur wegen der Eintrittskarten da war. Oder was soll's? Lass mich eine Weile damit arbeiten und ich baue ihn in kürzester Zeit zusammen. Danke für die Komponenten, Murray, sagte Fly. Lass mich eine Weile damit arbeiten und ich baue in kürzester Zeit einen niegelnagelneuen Chipzieher zusammen. Endlich! Jetzt kann ich mich mit mir unterhalten. Ich muss mit mir mal Tacheles reden. Hallo. Hallo. Wie geht's? Ach, ja. Ah. Und dir? Ach ja. Das ist gut. Ja, doch. Fitz Randolph ist toll. Was? Fitz Randolph liebt uns alle. Das Wort toll benutze ich nie. Die Zeit der Veränderungen ist gekommen. Veränderungen, um toll zu sagen? Hypothesen. Fitz Randolph hat mich erneut gekidnappt. Nur, dass er diesmal meinen Kopf gekidnappt hat und ich im Körper der anderen Liz bin. Schlussfolgerung? Hier kann mir niemand etwas erklären. Hallo. Hallo. Hast du Nagellack in Neonblau? Nein. Obwohl ich gern welchen hätte. Seit gestern Nachmittag habe ich solche Lust, mir die Nägel neonblau zu lackieren. Ich auch. Seit ich vom Zeppelin geflohen bin. Geht mir auch so. Erstaunlich, wie ähnlich wir uns sind, Liz. Fitz Randolph hat dir eine Gehirnwäsche verpasst. Und ich bin ihm dafür dankbar. Sowas muss man sauber halten. Fitz Randolph ist toll. Er ist ein Freund von Dan Murray, dem Idioten. Nein. Von dem Idioten? Ja, Liz. Von dem Idioten. Das kann nicht sein. Ich glaube dir nicht, Liz. Lassen wir das Thema Fitz Randolph. Ich werde immer dabei bleiben. Fitz Randolph ist toll. Bis dann, Liz. Bis dann, Liz. Sie ist schön. Die Garderobiere hat sie mir gegeben. Sie meinte, sie steht mir. Wenn ich mich beim Durchwühlen der Tasche erwische, werde ich mir sehr böse sein. Ich habe dir vorhin ein paar Eintrittskarten und ein Armband geklaut. Ein Glück, dass ich dich nicht gesehen habe, sonst hätte ich mich sehr geärgert. So bin ich eben. Danke. Eine sehr schöne Pflanze, die nichts mit Pferden zu tun hat. Pro, sehr bequem zu transportieren. Contra, sehr unpraktisch, um zerbrechliche Dinge zu transportieren. Im Ausland bedeutet unnütz. Gibt es auch Schachteln für Mülleimer, Parkscheinautomaten oder Ampeln? Stimmt. Welches Lamm bei vollem Verstand würde in einer Schachtel wohnen wollen? Sie ist nützlicher als eine unnütze Schachtel. Und sie ist sogar offen. Und ein Magnet. Pro, besser die zwei Dinge zu haben, als sie nicht zu haben. Contra, und wozu will ich sie haben? Er ist nicht essbar. Unentbehrlich, um Dinge an einen Kühlschrank zu heften. Entweder war das schon so oder irgendjemand hat die Knöpfe durcheinander gebracht. Wollt ihr mich zum Weinen bringen? Wenn du sie haben willst, Komma, gehört sie dir. Punkt. Ich mag sie nicht. Ich behalte sie. Sie ist scheußlich. Danke. Ihr Name war Stacy. Punkt. Stacy. Punkt? Der Name sagt mir nichts. Wie merkwürdig. Ausrufezeichen. Jahrelang warst du wie besessen von ihr, Punkt. Du hast sie mit allem verglichen, Komma, was dir unter die Augen kam, Doppelpunkt. Eine Vase, Komma, ein Kran, Komma, eine Tasche, Punkt, Punkt, Punkt. Klammer auf, alles, Komma, was groß war, Ausrufezeichen, Klammer zu. Sie ist aus der nützlichen Schachtel geflohen. Sie bewegt sich in ungeheurem Tempo, aber das ist nur logisch, weil es in Wahrheit eine Garderobenschnecke ist. Als Garderobenwagen würde sie sich viel schneller bewegen. Beängstigend, dass Anne-Marie BWL in Kalifornien studiert hat und gleichzeitig Musik in New York. Jeden Tag hat sie die Strecke mit dem Flugzeug zurückgelegt, aber das war nicht alles. Währenddessen hat sie die Zeit genutzt, um ihre Lehre als Stewardess zu absolvieren. Ach nein, wenn man sie dreht, dann löst sie sich. Das ist ja einfach und effektiv.
Ein Fallschirm? Die Autos werden doch von Tag zu Tag unsicherer. Darauf steige ich nicht. Ich würde Gewichtskomplexe kriegen. Ich würde gerne auf Bäume klettern, aber in diesem Outfit... Jean-Michel, sag deiner Tochter, sie soll da runterkommen. Man sieht ja die Unterwäsche. Um Himmels Willen, sie ist eine Allaire. Sehr praktisch, um Tresore zu stehlen. Ein atavistisches Symbol für viele Dinge. So viele, dass einige von ihnen nicht in der Öffentlichkeit erwähnt werden dürfen. Wenn ich ein großer, starker Gallier wäre, würde ich ihn auf dem Rücken tragen. Solche Kreaturen haben es gern, wenn man sie in ihrer Sprache anspricht. Ich, Liz. Liz Dankenstein. Denn stark. Denn bitte. Denn allein im Dschungel leben? Denn Junggesellenhütte. Denn Frau in Junggesellenhütte bringen. Liz in Junggesellenhütte möchten? Liz nie bei erstem Date. Denn keine Freunde? Dschungel viele Junggesellenhütten. Egal, was Dan sagt, ich werde nichts essen, während ich bauchfrei herumlaufe. Er bläht sich sonst auf und ich sehe dick aus. Liz sprechen Krokodile. Du Krokodile kämpfen? Denn stark, denn großer Krieger, denn Krokodile Messer von Ferne werfen. Liz im Krokodilmaul gewesen. Denn nicht glauben, Liz irre. Leben wie Krokodil sein. Manchmal Plüsch, manchmal beißen. Denn verstehen nicht. Sprechen Krokodil müde. Die Lenkung ist kaputt, deswegen bewegt es sich, wohin es will. Jetzt sieht er besser aus, aber ich habe immer noch keine Lust, ihn zu essen. Ich werde ihn nicht damit stechen, aber... Mal sehen, wie er mit einem beschnittenen Kittel zurechtkommt. Er scheint gut zurechtzukommen. Er kann mich weder sehen noch hören. Denn du Liz Papier essen gesehen? Denn nicht gesehen. Liz essen, dann denn sehen. Du denn geben. Denn sie Schamane geben. Schamane lächeln. Schamane dann Liz Tam-Tam-Partitur geben? Ja, Schamane denn geben und denn Liz geben. Denn Liz denn geben und denn Schamane geben. Liz geben. Gallery, guten Tag, Fragezeichen. Nein, ich will Ihre Dienste nicht in Anspruch nehmen, Punkt. Ich sage Ihnen, meine Dame, dass ich mit meiner Telefongesellschaft sehr zufrieden bin, Punkt. Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass, Caps Lock, ich mit meiner Telefongesellschaft sehr zufrieden bin, Ausrufezeichen. Auf Wiederhören, Ausrufezeichen. Caps Lock. Und die verrückte Elizabeth? Fragezeichen? Naja, Punkt. Ich höre nie mitten im Stück auf. Punkt, Punkt, Punkt. Beängstigend. Fast wäre ich in dem Bild eingesperrt geblieben, wenn es wenigstens ein Keller voll Schokolade gewesen wäre. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann deine Satzzeichen hören. Elizabeth, bitte, Ausrufezeichen. Du bist verrückt, Ausrufezeichen. Ja, genau. Leb wohl, Dr. Pausbacke. Und so wurde Liz wieder sie selbst. Indem sie ihr alter Ego von Fitz Randolphs negativem manipulatorischem Einfluss befreite. Mal sehen. Auch wenn diese Sadomonster in deinem Film sicher nicht mitmachen werden, vor allem wenn sie einen Chip haben. Die Frage hätten wir endlich gelöst. Probleme mit ihrer Willensfreiheit? Sind sie es leid, diesen Chip, den sie nicht loswerden können, im Gehirn zu tragen? Verzweifeln sie nicht, denn wir haben für sie die Lösung. Wir präsentieren ihnen den Chipzieher des unglaublichen Professor Fly. Faszinierend. Kaum zu glauben, es ist endlich vollbracht.
Faszinierend und unglaublich, aber das ist noch nicht alles. Wenn Sie augenblicklich einen Chipzieher von Professor Fly bestellen, bekommen Sie nicht einen, sondern sogar zwei davon. Ich wiederhole, nicht einen, sondern zwei Chipzieher des unglaublichen Professor Fly. Möchten Sie Ihre Freunde wirklich tief beeindrucken? Dann zögern Sie nicht länger. Greifen Sie zu! Manny Brown, Rico Sandretti, Los Angeles Stadion, Freitagabend. Die Eintrittskarten gehören euch. Und so transzendierte Dan Murray das Dasein eines Normalsterblichen und wurde zur Legende. Und ihre Idee funktionierte. Das ist immer die beste Lösung, auf alles zu hauen, was nicht nachgibt. Obwohl, ich musste gerade an meine Tante Peggy denken. Ruhe sie in Frieden. Sie hat meine Anfälle von gesundem und erfrischendem Vandalismus immer kritisiert. Wenn sie mich jetzt sehen könnte, würde sie sagen, Moment mal. Und wenn sie mich nicht sehen könnte? Dir zu Ehren, Tante Peggy. So viel Blödsinn für nichts und wieder nichts. Bist du sicher, dass er nicht Bobby ist? Bist du sicher, dass er nicht Bobby ist? Ganz sicher, Murray. Ich soll das Schnürchen anmachen, als ob es eine Zündschnur wäre und den Tee verbrennen? Das ist nicht mal witzig. Dan Murray, 7 Jahre alt. Bill Tuxens Waffenkammer. Bill Tuxen, Pfeifenraucher. Mein Freund Sunny lenkt Bill ab, ich entleere den Teebeutel und fülle ihn mit Schießpulver. Ergebnis, Dan und Sunny 3 Wochen Strafe. Bill Tuxen, 4 Wochen Krankenhaus. Nein, danke, keine Wiederholung. Kommt überraschend, was? Jetzt bleibt uns nichts als zu warten, bis die Irre mit dem Film kommt. Ein Rennen? Gewinnen wird diesmal der zweite 2012-14.